Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Da ich nach meinem letzten Update von meinem PC gemerkt habe, dass alle meine Programme von der Taskleiste entfernt wurden, muss ich und so faul bin, die alle wieder neu anzupinnen und gar nicht mehr weiß, was ich da alles angepinnt hatte, muss ich jetzt halt hier in diesem Screen starten, weil ich Zeit Premiere starte, ich Idiot. Auf jeden Fall, letztes Mal haben wir Licht und Schatten gemacht, habe ich euch das ein bisschen erklärt. Und heute, ich habe ja gesagt, ich will weitere Videos dazu machen, aber dieses Video, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt, wird nicht über das Thema Licht und Schatten sein, sondern über Make-up und wie man das so machen kann und was ist mit Premiere. Ah, beenden. Dankeschön. Starten wir noch einfach mit einem Doppelklick auf die graue Fläche oder Mehrfachklick. Öffnen wir ein neues Bild. Wir nehmen das gleiche Bild, wie wir letztes Mal genommen haben. Die wunderschöne hübsche Dame. Wie ihr seht, ist es unbearbeitet wieder. Und ich wechsle direkt auf das Pinselwerkzeug. Guckt, dass der Modus normal ist. Deckkraft auf vielleicht etwas runter auf 60% ungefähr. Fluss lasse ich auf 100. Das hier habe ich keine Ahnung, was es ist. Und ganz wichtig ist, dass ich eine ebene Kopie mache. Ja, sollte ich heute ein bisschen monoton reden oder so. Das liegt daran, dass ich gerade ungefähr 6 Stunden lang meine Hausaufgaben gemacht hatte. Wir haben draußen 28 Grad und ich muss hier drin sitzen, Hausaufgaben machen, weil ein Lehrer meint, so viele Hausaufgaben aufzugeben, wie man fürs ganze Schuljahr bekommt. Deswegen, ich bin auch schon ziemlich müde und eigentlich ziemlich fertig, aber trotzdem möchte ich das beibehalten mit dem, dass wir immer, dass wir jeden Tag ein Video machen, also ich eins hochlade. Ich möchte es trotzdem beibehalten. Und als allererstes, was ich immer mache bei, was ich eigentlich gerne mache bei Photoshop, ist, ich gehe an das Auge ran und fange an zu zeichnen. Dabei setze ich den Pinsel etwas feiner, gehe mit weißer Farbe ran. Obwohl, nein, das habe ich bei Dings gemacht. Hier können wir einfach auf das Abwendler-Werkzeug gehen. Boah, voll groß. Setzen auf Tiefen und Belichtung. Ich weiß es nicht, wie das ist. Das sieht dann natürlich und ästhetisch aus. Wenn ich das aufhelle hier und da, können sogar die Belichtung etwas stärker stellen. Ein bisschen ist gut. Und achtet darauf, dass ihr nicht zu stark über die Ränder malt. Also über Ränder malen ist nicht schlimm. Das Programm addiert sich ja die nötigen Farben dazu. Die nötigen Farben. Es wäre jetzt schlimm, wenn ihr mit weißer Farbe arbeiten würdet. Aber wir tun das ja in diesem Fall nicht, also müssen wir auch darauf nicht achten. Wie ihr seht, sieht das Auge schon mal ganz cool aus. An dem Auge da hinten würde ich jetzt noch arbeiten. Dazu zoome ich daran. Was machst denn du, Photoshop? Bist du von allen... Bist du dumm? Was machst du? Sollt ihr ab und zu eine Maus hören, dann... Ey, komm schon! Achso, ich muss ja auch das... Nein! Jetzt weiß ich nicht, was ich erst rückgängig gemacht habe. Keine Ahnung, Abwendlerwerkzeug, ja. Gut so.
zoomen wir dann doch noch ein bisschen ran, ungefähr so, gehen auf die Hand und bewegen sicher, dass wir dann nicht näher rangehen können. Ja, dann gehen wir wieder auf das Abfinderwerkzeug und hellen hier das Auge ein bisschen auf. Wo ihr bei Make-up achten solltet, ist Kontraste. Kontraste sind wichtig. Desto krasser der Kontrast ist, desto interessanter ist das Bild. Das ist einfach so. Ihr braucht das nicht zu verstehen. Akzeptiert es. Es ist so. Deswegen, und ich möchte euch sagen, es gibt keinen krasseren Kontrast als zwischen Schwarz und Weiß. Es gibt da keinen krasseren Kontrast. Es gibt einfach keinen stärkeren. Schwarz und Weiß ist meiner Meinung nach der stärkste Kontrast, den es gibt. Auch wenn Schwarz und Weiß nicht als Farben zählen. Also sie sind ja nicht bunt. Als Farben zählt das, was bunt ist. Meiner Meinung nach zählt das auch als Farbe, Schwarz und Weiß. Aber es ist ja nicht bunt. Deswegen würde ich hier beim Make-up hingehen und mit dem Abwendler richtig dunkel machen. Also so richtig dunkel. Das sieht cool aus. Und unterm Auge hier noch diesen Schatten ein bisschen machen. Auch wieder mit dem Abwendler. Weil der bringt so, das sieht so interessant aus dann. Und dann gehen wir, nein, mit dem Nachbelichter meinte ich. Also wir gehen dann wieder mit dem Abwendler hier hin, machen dann die Innenseite hier ein bisschen heller. Also passt auf, dass es nicht zu hell ist, dass es noch ästhetisch aussieht, aber macht es ein bisschen heller und schon habt ihr den krassesten Unterschied, den es gibt. Das sieht doch schon komplett anders aus. Also, täte ich so eine Frau auf der Straße treffen, ich täte mich wahrscheinlich verknallen oder so. Nein, aber keine Ahnung. Gehen wir jetzt auf das Pinseltool. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte mich auf... Wo ist es denn? Auf ein etwas hinarbeiten. Cool, wie ich mich ausdrücken kann heute. Ich öffne kurz auf dem anderen Desktop ein Bild. Ich möchte ja nicht zu viel von mir zeigen. Zeige ich mal ein Bild von mir, wo ich sowas in Art schon gemacht hatte. Das hier. Das Bild findet ihr auch auf meinem Tumblr-Blog. Wie ihr seht, habe ich hier mit ganz vielen verschiedenen Kontrasten und Farben gearbeitet. Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau, Rotblau, Grün und Schwarz. Also, und hier hinten im Hintergrund hell und hier wird es dunkel an den Haaren. Und ich habe noch einen Filter eingefügt. Das habe ich aber nicht mit Photoshop gemacht. Ich habe das mit, mit Magix Video Photo Dingsbums gemacht. Und ungefähr so möchte ich unsere Lady heute, glaube ich, gestalten. Also gebe ich ihr erstmal das hier. Stell den Pinsel richtig dick. Mal gucken, ob ich auf Multiplizieren mache. Und die Deckkraft will ich etwas stärker haben. Und dann merken wir schon mal, es sieht scheiße aus. Also gehen wir auf den Modus Normal und färben wir ihr doch die Augenbraue. Machen wir doch wieder Multiplizieren, machen den Durchmesser kleiner und färben ihr die Augenbraue blau. Es kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, muss es aber nicht. Ich mache das auch jetzt ganz, ganz schlampig, so wie man es eigentlich nie macht. Und dann gehen wir nochmal mit dem Abwendler da drüber und verdunkeln das Ganze nochmal, so dass das gar nicht richtig auffällt, dass wir da mit Farbe rübergegangen sind.
Seht ihr? Das sieht jetzt aus, als ob es gefärbt wäre, also so halbwegs. Außer hier vorne noch ein bisschen. Es schimmert so ein bisschen grün durch. Es ist mir aber gerade ein bisschen zu dunkel, deswegen gehe ich mit dem Nachbelichter nochmal drüber. Mit dem Abwendler. Lol. Das gleiche könnten wir jetzt hier oben machen, aber ich will nur diese Gesichtshälfte bearbeiten. Dann gehe ich immer ran und färbe das Auge. Irgendwie. Ich finde das immer interessant, mit verschiedenen Farben in einem Auge zu arbeiten. Aber hierbei möchte ich den Buntstift benutzen, denn ich weiß, dass ich mit dem viel genauer arbeiten kann. Dabei setze ich die Deckkraft runter auf knapp 30%, 23 geht auch. Dann fange ich hier einfach an, die verschiedenen Pixel auszumalen. Ich lasse auch unten immer ein bisschen Platz, um eine zweite Farbe dazu zu machen. Obwohl, nein, heute möchte ich nur mit Gelb arbeiten, glaube ich, mache ich aber dann doch nicht. Also wählen wir doch eine zweite Farbe. Und was ist ein Kontrast von Gelb? Der Kontrast von Gelb könnte Blau sein. Vielleicht ist es auch Pink. Ich entscheide mich aber für dieses Blau hier. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Sieht schon mal scheiße aus, weil ich verkackt habe. Also arbeite ich einfach nur mit dem Blau. Am besten wir nehmen doch das Pinselwerkzeug, denn bei dem fällt das, glaube ich, nicht so sehr auf. Als wie bei dem Buntstift. Kann sein, dass das Tutorial heute wieder was länger wird. Liegt einfach nur daran, dass ich ein Noob bin und langsam arbeite. Ich musste auch die gestrige Folge wieder neu aufnehmen von Photoshop Tutorial. Warum? Weil meine Mutter ins Zimmer geplatzt ist. Also saß ich nach um 10 nochmal da, hab mir gedacht, du nimmst das jetzt neu auf, denn du kannst das nicht machen, dass du jetzt einen Tag aussetzt. Das hat jetzt, wirst du wissen, ich bin ein fauler Mensch. Ich bin ein so richtig fauler Mensch normalerweise. Ich mache nichts, was unnötig ist, weil ich einfach nur so faul bin. Ich kann mich hinlegen und vor mich hingammeln, das ist mir egal. Wenn das Haus brennen täte, ich werde wahrscheinlich erst im allerletzten Moment irgendwie aufstehen und überlegen, ob ich hier überhaupt noch rauskomme. Jetzt habe ich hier ein bisschen unsauber gearbeitet, aber ich denke, wir können das mit dem Bereichsreparaturpinsel ein bisschen verbessern. Genau. Das wollte ich machen. Modus. Normal. Ich kann gar nichts machen. Ach so. Typ Näherungswert. Okay. Machen wir doch den Pinsel etwas kleiner. Was machst denn du für Scheiße? Achso, ich bin ja auch dumm. Ich soll mit Alt
eine Fläche auswählen, die ich dann... Warum machst du sowas? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich will nicht zoomen. Darf ich? Was machst denn du? Was tust du? Ich check das gerade gar nicht, was der da macht. Ich denke mal, ich nehme das Reparaturpinselwerkzeug, wähle das hier aus, mach dann einfach hier. Achso, ja, ich bin ja auch dumm. Ich musste ja auch das Reparaturwerkzeug auswählen. Und das Wichtigste ist, immer wieder verschiedene Stellen auszusuchen. Und Photoshop addiert sich dann schon die nötigen Farben dazu. Wir können jetzt auch zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt hier die Pupille und zeichnen die hier rein. Was macht Photoshop? Es tut die da rein addieren. Nein. Obwohl, damit kann man super arbeiten. So, damit hätten wir unser Auge schon mal bearbeitet. Dafür ist jetzt sehr viel Zeit drauf gegangen. Und wieso kann man meine Taskleiste sehen? Was willst du? Gehst du weg? Danke. Ist schon mal ein schön bearbeitetes Auge. Lassen wir das Ganze natürlich aussehen, indem wir wieder Schatten wie was weiß ich da reinbringen. Ich verwechsel die Tools auch immer. Bist du dumm? Hallo? Nachbelichter. Dankeschön. Hier mal wieder ein bisschen Schatten reinbringen. Diesmal auch nur ein bisschen. Ich möchte doch nicht so was Abstraktes machen. Da habe ich mich gerade dagegen entschieden. Mir fällt gerade ein, ich hätte da sogar ein besseres Bild, was ich euch zeigen könnte. Das wäre, ein Bild, darauf bin ich sogar sehr stolz. Und zwar ist das Comic Life. Hier kann man ganz genau sehen, dass ich an den Augen bearbeitet habe. Ich habe hier mit den Kurven gearbeitet, dazu kommen wir auch noch gleich. Ich habe einen Weichzeichner um das Gesicht herum. Ich habe da das Gesicht einfach ausgewählt und dann Auswahl umkehren und Weichzeichner auf die Ebene anwenden. Das Ganze habe ich aber nicht mit Photoshop gemacht, sondern auch mit dem anderen Ding. Okay, wir haben eine grüne Augenbraue, wir haben ein blaues Auge. Also jetzt nicht vom Boxen, sondern von, na du weißt schon. Ich möchte das hier auch noch etwas grün haben. Wir könnten ja sagen, wenn wir das hier ausblenden und dann gehen wir auf Auswahl, Ansicht, Filter, was weiß ich, wo das ist. Ebene, Auswahl, Filter, Ansicht, Fenster, Hilfe.
T ist Text, das will ich nicht. S ist Stempel. Achso, das war hier unten, ne? Tonwertkorrektur, nein. Ist doch egal. Für mich sieht das Make-up hier ein bisschen grün aus. Grün. Füllaption, Schlag, Schatten, Schatten nach innen, Schatten nach außen. Nope, keine Ahnung, was ich hier auch noch gemacht habe. Gehen wir da zurück und sagen wir Gradationskurven. Das sind die Kurven, mit denen kann man Bilder richtig verfremden. Du kannst machen, was du willst mit denen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas, das fände ich richtig cool. So, hat ein bisschen was vom Terminator oder so. Aber machen wir das Ganze mal nicht so extrem. Vielleicht lassen wir das Ganze auch etwas natürlich. Wir können das auch auf rot setzen, das heißt dann alles Rote wird das Rote entweder entsättigt oder gesättigt wird, was weiß ich, wie das funktioniert. Aber brechen wir das mal kurz ab. Hier Farbton und Sättigung. Wir können ja jetzt die Sättigung ganz hoch stellen. Dann sehen wir auch schon beim Make-up. Oh Gott, Augenkrebs. Oh, meine Augen tun gerade voll weh. Dann sehen wir auch schon beim Make-up. Das ist grün. Das hat sich ins Grüne gefärbt. Vielleicht war es auch schon grün. Sagen wir mal, kurz abbrechen. Blenden wir das aus und machen wir... Nein. Blenden wir das aus und sagen Farbton und Sättigung. Setzen wir die Sättigung hoch. Und da sehen wir, dass dieser Ton einen hohen Grünanteil hat. Als Auge blau, grün, also... Das Auge ist eigentlich sehr schön. Der Hautton. Ist das... Oh Gott. Ich finde das geil, wie das über die Kästchen flimmert. Auf jeden Fall brechen wir das ab. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir wählen ein dunkleres Grün. So schon fast in dem Blaubereich. Gehen auf das Pinselwerkzeug, drücken Z für Zoom, zoomen an das Auge heran, ja, okay, wenn du meinst, darf ich vielleicht etwas rauszoomen. So ist perfekt. Gehen wieder auf das Händchen, korrigieren kurz. Gehen auf den Pinsel und sagen, ich will dich gefärbt haben in einen Grünton, aber setzen die Dickkraft stark herunter. Können auch sagen, wir machen das hier innen komplett schwarz, aber das tät die Augen verengen und wenn man innen schminkt, werden die Augen kleiner. So scheint's zumindest. Und wenn man außen schminkt, dann werden sie anscheinend größer. So ist das eben. Ich hab das nicht zu verstehen. Es kommt halt einem so vor, nennt man vielleicht optische Täuschung oder keine Ahnung. Wisst ihr, so jemand will Grafikdesigner werden. So, jetzt haben wir schon mal ein blaues Auge mit grünem Make-up und einem
eine Augenbraue. Sagen wir, hier unten könnten wir ein bisschen Gelb einfügen. Und zwar dieses Gelb hier, so ein bisschen halbgrün so. Jetzt gehen wir wieder auf den Pinsel, aber davor müssen wir wieder reinzoomen. Denn das ist wichtig, dass wenn ihr einmal schnell klickt, dass ihr dann voll ranzoomt, das wisst ihr schon. Ja. Okay. Und dann gehen wir zurück auf diesen Pinsel. Stellen ihn stärker ein auf das Doppelte ungefähr. Das Doppelte ist auch okay. Und sagen, das hier ist Gelb. Dann gehen wir an den Radiergummi-Werkzeug. Setzen dessen Durchmesser auf 62. Nein, das klappt nicht. Deswegen gehen wir auf das Reparaturwerkzeug, drücken hier Alt und fügen hier die Haut ein. Dann gehen wir wieder auf das Pinselwerkzeug. Machen ein kleines bisschen hier hin. Oder? Oder nein? Wir lassen das so wie es ist, schminken aber nach mit dem Nachbelichter. Kann ich vielleicht stärker? Dankeschön. Und normalerweise würde ich jetzt an die einzelnen Partien wie Mund und Nase würde ich jetzt noch richtig korrigieren, aber das ist einfach in diesem Fall gar nicht nötig, denn die Frau, diese Frau hier, die hat die hat das wirklich nicht nötig. Denn perfekte Nase, perfekter Mund, perfekte Augen, alles ist perfekt bei der. Also wenn die sich mal beschwert, ich bin hässlich, dann schlage ich die aber. Spaß. Somit ist das Make-up sogar schon fertig. Also ist doch schon ein krasser Unterschied, oder? Und ich habe jetzt schon 28 Minuten aufgenommen. Deswegen möchte ich euch sagen, besucht meinen Tumblr-Blog. Ihr könnt mir auch twittern. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Geht auf meinen Kanal und sucht. Dort findet ihr noch viele weitere Tutorials. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich mache täglich Videos, also könnt ihr auch jeden Tag auf meinen Kanal kommen. Und verurteilt mich nicht, wenn eine Folge später kommt. Täglich heißt nicht, dass ich eine feste Upload-Zeit habe. Normalerweise tue ich am Tag davor oder so schon eine oder zwei Tage davor, bevor die Folge kommt, diese Folge aufnehmen. Aber das heißt nicht, und dann tue ich sie nach der Schule hochladen. Das heißt, montags und dienstags ist das später, da ich Nachmittagsschule habe. Und heute bin ich einfach nicht dazu gekommen, deswegen kam die Folge um 6 Uhr. Und diese Folge, hoffe ich, kommt pünktlich raus. Wenn ihr wollt, dass ich ein Bild für euch bearbeite oder so, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse, die ich unten in der Videobeschreibung eintippen werde. Denn dann schickt ihr mir das Bild, sagt, was ihr da wollt. Und ich versuche das Ganze umzusetzen und schreibt mir dazu, ob ich das aufnehmen darf oder nicht. Weil ich würde sowas echt gerne aufnehmen, aber ich darf das nicht ohne eure Erlaubnis. Dann
wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und dann sage ich ciao.